Moin und hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von den E-Hacks. Das heutige Thema, jeder kennt's, weil es auch jeder hat. Die Handys und wie sie einen ständig unterbrechen, egal was man gerade. Sorry, Mama. Hi Mama, gut. Du, ich würde dich deswegen nochmal später zurückrufen. Jo, ciao. Gott. Ja, ist doch gut, lass mich doch in Ruhe mit euren WhatsApp-Gruppen. Wo war ich nochmal? Ah ja, genau. Eure Handys sind ständig bei euch und ihr habt einfach nur den Plan, eine Sache komplett durchzuziehen und fertig zu machen. Jetzt kommt's halt... Alarm, neue E-Hacks-Folge drehen. Danke, hätte ich ja fast vergessen. So. Ständig lasse ich mich von allen möglichen Sachen ablenken. Mama, Freunde, Arbeit, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch, Twitter, Reddit, alles mögliche noch zusammen. Aber einfach weglegen geht halt auch nicht. Es fällt mir einfach unglaublich schwer, mich auf eine Sache komplett zu konzentrieren. Immer wieder irgendetwas Neues. Ich vermisse einfach Ruhe und Konzentration. Zum neuen Jahr habe ich mir eigentlich vorgenommen, das Handy endlich mal ein bisschen mehr beiseite zu legen. Aber hat ja nichts gebracht. Das Ding muss jetzt endlich mal weggesperrt werden. Und dafür baue ich mir jetzt einen Hack. Für den Hack, um uns vor uns selber zu schützen, brauchen wir nun ein 5V Relais, ein Arduino Uno, ein LCD-RGB-Shield, ein 12V Magnetschloss, einen Batteriehalter, 6 Batterien, Klemmen, 2 Taster, ein Steckbrett, Blitze, Steckverbinder und natürlich müssen wir auch ein Gehäuse für das Ganze bauen. In meinem Falle habe ich das Ganze aus Holz gebaut, Scharnieren, Winkelprofilen und ein paar Schrauben. Ihr könnt das Ganze natürlich aus dem Material bauen, das ihr möchtet. Oder wenn ihr schon eine Kiste daheim habt, könnt ihr einfach die nehmen. Natürlich habe ich für euch unten in der Videobeschreibung einen Link zu den Teilen und zu einer genauen Bauanleitung reingepackt. Ich habe mir jetzt schon mal alle Teile vorbereitet und werde jetzt anfangen zu bauen. Passt doch. Die Teile für den Safe sind jetzt schon mal fertig ausgeschnitten und angemalt. Die sind jetzt noch hinten zum Trocknen und werden dann nachher geklebt. Solange kümmere ich mich jetzt um die Schaltung. Die Schaltung funktioniert, der Code läuft, jetzt können wir alles zusammenbauen. Tada! Das ist jetzt mein Selbstschutz-Safe. Jetzt kann man hier mit dem oberen Knopf den Safe für 20 Sekunden erstmal schließen. Natürlich nur rein zu Demo-Zwecken. Hier kann ich jetzt alles reinpacken, die Zeit individuell einstellen, wie lange geschlossen bleiben soll und bin endlich mein Handy-Ablenkungsproblem los. Nun ja, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal warten, bis er wieder offen ist. Kann ihn aufmachen. Und Handy, keine Nachrichten mehr erstmal rein. Fernbedienung, macht nur einen Fernseher an, brauche ich nicht mehr. Controller, ebenfalls rein, lenkt nur vom Lernen ab. Zumachen, den unteren Knopf drücken und jetzt habe ich meine Ruhe für 3 Stunden. Ja, es funktioniert. Sehr schön. Tja, so sehr ich auch mein Handy gern habe, so ein paar Stunden ohne tun einem wirklich gut. Aufschriebe lernen, Berufsschule und ich habe neue Ideen für die E-Hacks bekommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr etwas mitnehmen konntet, gebt dem Ganzen noch einen Daumen nach oben.
Wenn ihr weitere Ideen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr jetzt auf den Link klickt, kommt ihr auf die Website der Izubis und habt die Chance, eine DJI-Drohne zu gewinnen. Richtig cooles Teil, ich wünsche euch viel Glück. Und wenn ihr weiterhin an Elektronikprojekten interessiert seid, dann abonniert doch einfach diesen Kanal hier. Tja, ich wünsche noch einen schönen Tag und ich habe mir jetzt eine Runde Handy verdient.